zusammen, Opi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute hier bei mir auf dem Tisch eine Neuheit von Mojo für 2022. Und zwar haben wir hier das Wollhaar-Mammut mit der Nummer 381049. Kommt hier noch original verpackt in der Tüte. Hier steht auch nochmal die Produktnummer drauf. Nur zum Festhalten. Und wir haben hier keine Perforation, nein, doch hier oben. Nobel geht die Welt zugrunde, der Wahnsinn. Ja, dann reiße ich das hier mal ein, wenn das geht. Aber die ist nicht gleichmäßig. Die ist hier unterschiedlich, aber es geht. Es geht, wunderbar. So, hier haben wir das Gute. Und ihr kriegt hier natürlich auch noch ein bisschen Wissen to go von mir zu diesem wunderbaren Modell. Spätestens, wenn ich es später 360 Grad drehen lasse. Also das sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Ich war absolut überrascht, als ich das auf den Produktbildern gesehen habe und dachte ich mir, ja komm, hey, musst du haben, der Burner. So, und ich bin hier auch also ganz entzückt, ja, von dieser wunderbaren Skulptur und das von Mojo. Also Mojo verbessert sich von Jahr zu Jahr. Was die Skulpturen angeht, da kannst du gar nichts sagen. Hier ist ein Haar, naja, ist da auch ein Wollhaar-Mammut, ne? ja, gut, jetzt ist es so. Wollhaar-Mammut. Wenn man sich das vorstellt, oder man hat es eigentlich im Kopf mit einem irrsinnig langen Fell, dass man die Beine gar nicht mal so deutlich sieht, sondern das Fell hängt halt wirklich bis runter. Und die Stoßzähne sind auch extrem gebogen. Ja, dieses Modell hier erinnert jetzt hier vielleicht auf Anhieb mehr an Steppenmammut. Ja, es gibt ja 5 Mammutarten. Es gibt das Wollhaar-Mammut, es gibt ein Zwergmammut, das Prärie-Mammut, Steppenmammut und das Urmammut, was man auch Südmammut oder Südelefant nennt. Ja? Aber wir sehen hier diesen extremen Höcker auf dem Kopf, allerdings die Haare nicht ganz so lang, wie man es eigentlich eher in der Vorstellung hat und die Hörner auch nicht ganz so extrem gebogen. Vielleicht handelt es sich hier um ein jüngeres Exemplar, noch nicht komplett ausgewachsen, wobei aber die Länge der Stoßzähne hier eigentlich schon dafür sprechen. Aber gut, ist ein Spielzeugmodell, da darf man vielleicht nicht ganz so streng sein. Sie haben es aber rein optisch wirklich schön umgesetzt. Ich bin hier echt nicht enttäuscht. Hier mal wieder ein Modell, wo das Produktbild nicht mehr verspricht, als man letztendlich kriegt. Ja, also wenn ihr Mammuts mögt, hier gleich meine Empfehlung dazu. Das Ding ist echt klasse. Wiegt was, ist nicht hohl, schöner, schwerer Brocken, aus Gummi selbstverständlich. Vermutlich haben sie die Stoßzähne angesetzt, anmontiert, aber das ist schon verdammt gut gemacht. Ich muss das mal jetzt direkt nochmal hinter der Kamera aus der Nähe anschauen. Tja, und da brat mir doch einer einen Urzeitstorch. Für mich sieht es aus, als ob die Zähne hier mitgegossen wurden. Das ist ja der Knaller. Also, sieht aus wie aus einem Guss. Also, ich sehe hier keine Montagestelle. Das ist der Oberknaller. Wahnsinn. Ja, komm, was haben wir denn hier für eine Größe? Wir haben hier eine Länge von hinten nach vorne gemessen von 20 cm. Und eine Höhe von 12,7, zumindest bei meinem Exemplar hier. So, dann haben wir natürlich ein Fähnchen hier mit dran, Anhänger. Das wisst ihr, mache ich ganz schnell weg wegen dem Kleber. So, nachdem das auch getan ist, können wir uns das hier wunderbar anschauen. Also, die Augen haben sie natürlich einfach nur schwarz bemalt, glänzt aber ein bisschen. Ihr seht auch schon, wie die Augenlider, wie die ganzen Augenränder hier skulpturiert wurden. Also das ist schon, also wirklich, also das ist wieder so ein Modell, wo ich sage, der Skulpteur, der das hier gemacht hat, der hatte Spaß an seiner Arbeit. Du siehst es hier wirklich an jedem Quadratzentimeter, weil es so schöne Details hat. Für eine Spielzeugfigur in der Preisklasse ist es echt, also echt super geworden. Wow. Also Glückwunsch Mojo an dieser Stelle. Klasse gemacht. Klasse. Auch farblich, wie das Ganze hier bemalt wurde, schön umgesetzt. Die Grundgussfarbe ist natürlich dieses dunkle Schokobraun, ganz klar. Dann hat man hier auch noch nur mit einer helleren Farbe, einem hellen Braun drüber gebürstet. Mehr ist hier gar nicht nötig. Ich glaube, sie haben sogar hier die Pinselhaare am Schweif noch ein bisschen mit Schwarz gebürstet, wie es aussieht. Ja,
dann auch die Innenseite der Ohren und auch hier die Rüsselspitze, wie es aussieht, ebenfalls mit Schwarz noch ein bisschen nachbemalt. Und das hat seine Wirkung. Toll. Auch um die Augen herum haben sie, glaube ich, ebenfalls noch einen Sprüher Schwarz mit hingemacht. Trotzdem glänzt das Auge in der Mitte wunderbar. Und ihr seht ja auch schon, was das Fell angeht. Die Details sind hier also toll geworden. Richtig, richtig schön. Und das von Mojo. Ich bin hier echt komplett baff. Also, ja, dann um die Augen herum. Ihr seht schon, schön das Fell skulpturiert. Und auch schön, wie das hier so stufig in den Rüssel vorgeht. Auch das gefällt mir gut. Hier sind sie ebenfalls mit diesem Hellbraun noch ein bisschen drüber gegangen. Auch wie der Rüssel hier abschließt mit dieser kleinen Greifnase hier vorne. Schön gemacht. Man sieht ja auch die Löcher drin. Sehr, sehr, sehr schön. Der Rüssel auch nicht rund, sondern hier unten eher etwas abgeflacht. Auch hier kann man das Fell noch sehen und die verschiedenen Abstufungen. Das ist echt schön geworden. Echt schön geworden. Auch das Elfenbein, die Farbe hier in einem Creme-Weiß oder Eierschalenfarben-Weiß bemalt. Die Lampen knallen hier jetzt ziemlich drauf. Ich weiß, man sieht hier die feine Schraffur gar nicht, die das hier bekommen hat. Aber ich hoffe mal, es geht. Also zum Angucken, gerade bei den dunklen Brauntönen, ist das helle Licht halt optimal. Dann hier der typische Höcker auf dem Kopf, die Haare gehen hier links und rechts weg, wurden auch etwas länger skulpturiert. Die Ohren relativ klein, innen wie schon gesagt schwarz bemalt. Hier außen auch mit dem hellen Braun nochmal ein bisschen drüber. Man sieht, wie schön tief dieses Fell hier skulpturiert wurde. Dann hier der Buckel, der beginnt und links und rechts davon geht das Fell hier einen ganz langen Strähnen, einen Körper entlang. Ja, also auch das wirklich gut gemacht, geht richtig schön tief rein hier teilweise. Ja, auch hier am Kopf, an der Unterseite, schön wie das Fell hier weghängt. Nach oben werden die Härchen wieder feiner, gerade zum Mund hin. Das Maul innen haben sie in einem Altrosa bemalt, vielleicht kann man so ein bisschen sehen. Die Stoßzähne, ja, sie haben es auch gut bemalt, ist okay. Nicht ganz bis an Ansatz hoch bemalt, wie man sieht, ist auch von Modell zu Modell unterschiedlich. Aber das ist für mich jetzt kein Mängel. Mir gefällt auch dieser leichte Use-Look an den Zähnen, ne? Das kann man hier jetzt wahrscheinlich auch schön deutlich sehen. Hier ebenfalls das Ohr, ihr seht ja, eher klein gehalten. Und die wunderbaren langen Haare, die hier seitlich entlang laufen. Am Buckel, wie schon gesagt, werden die noch ein bisschen kräftiger, gröber und ganz lang. Und schön, wie das hier über den Körper drüber läuft. Und nach unten am Bauch entlang zu den Beinen werden die dann wieder ein bisschen kürzer. Aber trotzdem schön gearbeitet. Also auf keinem Zentimeter irgendwie langweilig oder vernachlässigt. Auch die Innenseite schön skulpturiert. Das kann man doch wirklich anschauen. Die Füße nach unten laufen etwas breiter aus. Man sieht hier auch die einzelnen glatten Hornabschnitte. Ja, auch hier. Und die Haare gehen halt echt bis nach unten. Auch die Unterseite der Füße hier noch leicht skulpturiert, wirkt ein bisschen ledern. Und ihr seht auch am Bauch wunderbar die Haare noch zu sehen. Hier ist auch ein Stempel, Mojo, Copyright von 2022, designed in the UK und produziert in China. Ja, die Haare, wie schon gesagt, eigentlich beim Wollhaar-Mammut länger. Ne, die hängen teilweise bis hier. Das ist ja alles kürzer. Ich sage vielleicht ein jüngeres Tier. Man sieht auch schön, wie die Haare hier enden in so einzelnen breiten, dicken Strähnen. Also echt schön gemacht. Dann hier hinten die Haare auch noch ein bisschen länger laufend. Und der Fuß, das Bein hier wunderbar zu erkennen. Der Schweif, die Länge auch okay. Mit den Pinselhärchen hier hinten, die sie extra nochmal schwarz bemalt haben. Und ihr seht überall schön die Haarsträhnen zu erkennen. Was eine tolle Arbeit. In dieser Preisklasse, ne? In dieser Machart ist das echt super. Also ich kann es euch nur nochmal ans Herz legen, wenn euch Mammuts interessieren. Hier kriegt ihr echt ein schönes Exemplar. Ne? Ihr seht ja, wie unterschiedlich die Haare hier laufen. Ich kann mich nur wiederholen, echt klasse gemacht. Auch an dem Bein hier schön gearbeitet, auch hier leicht angehoben, in der Bewegung, im Schreiten festgehalten. Schön. Also gefällt mir alles recht gut, sowohl die Farbgebung, die Skulptur, die Größe vor allem. Und ich bin hier echt baff, dass der hier anscheinend in einem Stück gegossen wurde. Großartig, absolut fantastisch. Ich werde ihn natürlich noch in 360 Grad drehen lassen. Und erzähle euch noch ein bisschen was zu diesem
Wollhaar, Mammut. Man kann es eigentlich nur ein bisschen zusammenfassen, denn wie schon gesagt, es gibt 5 Arten von Mammuts. Von dem her, ne, nehmt es nicht so genau. Ich gebe euch hier nur eine allgemeine Beschreibung mit auf den Weg. Also, großartiges Stück, gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Mit dieser Neuheit ist noch eine zweite erschienen, und zwar der Quastenflosser. Auch den habe ich da, den werden wir uns ebenfalls in einem extra Video anschauen. Mal gucken, vielleicht filme ich ihn auch noch ein bisschen schräg von unten. Dann kriegt man noch einen besseren Eindruck von diesem wirklich wunderbar schön umgesetzten Modell. Toll in der Bewegung festgehalten. Also, dann würde ich sagen, was ist dazu? Das neue Wollhaar Mammut von Mojo für 2022 mit der Nummer 381049 jetzt zu haben. Dieses Jahr keine Dinosaurier mit am Start, aber dennoch dieses wunderbare Mammut und der Quastenflosser, falls euch sowas interessiert, unbedingt mal einen Blick riskieren. Gut, dann noch viel Spaß beim 360 Grad Dreh und den Infos. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Das Mammut beschreibt eine mehrere Arten umfassende Gattung von Elefanten. Es lebte vor ca. 7,5 bis 400.000 Jahren in Nordamerika, Europa und Nordasien. Es wurde bis zu 4 Meter lang und 3,7 Metern hoch. Die Stoßzähne wurden bis zu 2 Meter lang. Das Gewicht reicht von 5 bis 15 Tonnen. Als die größte und älteste Mammutart gilt der Südelefant, der Schulterhöhen von etwa 5 Metern erreichte. Allein seine Stoßzähne waren 4 Meter lang. Das Fell war braun und wechselte von Winter zu Sommerfell und umgekehrt. Mammuts waren Pflanzenfresser und ernährten sich von Gräsern, Blättern und anderem Pflanzenmaterial. Das Wollhaar-Mammut starb erst vor 4000 Jahren aus und lebte daher zeitgleich mit den ersten Menschen, die es intensiv jagten. Wissenschaftler vermuten, dass sowohl die Verfolgung durch den Menschen in der Steinzeit als auch die Klimaschwankungen dazu führten, dass die Mammuts schließlich ausstarben. Genforscher wollen übrigens bis 2027 eine Art Wollhaar-Mammut erzeugen. Investoren haben 15 Millionen US-Dollar, also 12,7 Millionen Euro, zur Umsetzung des Projektes zugesichert. Werden also in Zukunft wieder Mammutherden durch Sibirien wandern?